Ja, vielen Dank, lieber Guido, für die freundliche Einführung. Wir sind aber nicht nur hochspezialisiert, sondern jetzt auch in der Breite aufgestellt. Was mir heute neu war, ist, dass du auch als Kuppler und Heiratsvermittler unterwegs bist. Für mich bist du nämlich nur der deutsche Vor- und Querdenker im deutschsprachigen anästhesiologischen Raum. Und wenn zu deinen Ehren ein Anästhesieforum gehalten wird, dann ist natürlich klar, dass das Thema in die Zukunft gerichtet ist. Das heißt Must Knows und Don't Knows. Für uns Referenten, glaube ich, ist es eine Ehre, dabei zu sein, aber es ist auch eine Herausforderung. Eine Herausforderung deswegen, weil wir als Anästhesisten zumindest ja gewohnt sind, tagtäglich hundertprozentige Ergebnisse abzuliefern. Eigentlich muss man weitergehen. Wenn wir einschalten. Und jetzt sollen wir aber den Blick in die Kugel wagen. Und das ist für uns völliges Neuland. Wir waren unsicher und deswegen kann es immer nur eine subjektive Einschätzung sein, immer mehr oder weniger auf dem eigenen Erfahrungsschatz beruhen und das Ganze läuft natürlich ohne Gewehr ab. Und die zweite Herausforderung besteht darin, dass keiner besser den Blick in die Zukunft wagen kann als du. Den Beweis hast du bei dem letztjährigen anästhesiologischen Tagen in Fürth geliefert mit einem Festvortrag zur Anästhesie Quo Vadis. Deine 7 Postulate zur Zukunft der Anästhesie haben zu Szenenapplaus geführt, zu Standing Ovations, zu nachhaltigen Diskussionen. Das ist ungelogen, ist wirklich so. Und wir diskutieren bis heute darüber, wie wir das auf die Straße bringen. Also deswegen kann man hier nur zweiter Sieger sein. Trotzdem nehme ich die Herausforderung an, weil ich bin nämlich auch ein Schweizer. Ich stamme aus der fränkischen Schweiz. Es ist das Land zwischen Nürnberger Langen, Bayreuth und Bamberg. Also Nordbayern, und wir fühlen uns nicht nur seelenverwandt mit den Schweizern, sondern auch ganz nette, pittoreske Landschaft, auch wenn das nur ein Miniaturformat ist. Und wir haben ähnliche Charaktereigenschaften. Wir sind auch bodenständig, selbstständig, freiheitsliebend und manchmal auch ein bisschen querdenkend. Und vor diesem Hintergrund möchte ich ihm jetzt auch das Thema besprechen. Anästhesie zwischen Eminenz und Evidenz. Ich möchte es unter drei Aspekten beleuchten, nämlich zum einen, wo stehen wir derzeit, was sind die Probleme und Herausforderungen, wenn es überhaupt welche gibt und welche denkbaren Lösungsansätze gibt es. Nun, wenn man zum derzeitigen Stand geht und blickt auf die perioperative Mortalität, dann ist sie doch relativ hoch, 0,4 bis 4%, auf jeden Fall höher, als man so gemeinhin annimmt und vielleicht auch zugibt. Wenn man dann genauer versucht, die Anästhesie-assoziierten und Anästhesie-bedingten Sterbefälle zu analysieren, dann ist es schwierig, weil es eben keine Melderegister gibt, weil man nur retrospektive Daten hat und sicher eine hohe Dunkelziffer. Was aber offensichtlich ist, dass ein wesentlicher Unterschied besteht zwischen den Zwischenfällen, die in Narkose basieren und die tatsächlich auf die Anästhesie zurückzuführen sind. Und was auch offensichtlich ist, dass sich im Verlauf der Jahre die Sicherheit deutlich erhöht hat, obwohl die Patienten ja immer kränker geworden sind. Und mittlerweile liegen wir bei 2 bis 7 Sterbefällen auf 1 Million Eingriffe, die durch die Anästhesie hervorgerufen werden. Also eigentlich relativ wenig. Und anästhesietypische Nebenwirkungen, wie unsere kontinuierliche Befragung zeigt, sind auch relativ selten, werden gut beherrscht. Und insgesamt sind die Patienten mit der Anästhesieleistung zufrieden. Das ist bei Ihnen sicher nicht anders als bei uns. Also als Fazit bleibt, die Mortalität ist niedrig. Die Anästhesie macht alles möglich. Es gibt keine Kontraindikation. Wenn der Patient ins Krankenhaus laufen kann, wird er auch anästhesiert. Und typische Begleiterscheidungen sind sehr selten. Das heißt, als Fazit, die Anästhesisten sind und sollen es auch so bleiben, die Garanten für Sicherheit und Wohlbefinden. Und das kann man auf einen Blick die Entwicklung erkennen, wenn man in den Operationssaal schaut, die eben nicht nur technisch hochgerüstet sind, wo man erfahrene Anästhesisten, die gut ausgebildet sind, neue Medikamente, sondern es ist auch darauf zurückzuführen, weil wir kein Stopp sind und keinen Stopp machen. In unserer Klinik sind wir eben nicht nur für die Anästhesie, sondern auch für die Intensivmedizin, die Notfallmedizin, die Schmerztherapie, die Transfusionsmedizin, das OP-Management und die gesamte perioperative Medizin zuständig. Und das Ganze 24 Stunden rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr. Und das heißt, ähnlich wie wir sind in vielen anderen Kliniken, die Anästhesisten das Getriebe im operativen Betrieb. Und das Ganze ist so selbstverständlich wie Lesen und Schreiben. Es wird aber nicht immer so honoriert. Also eigentlich können wir meinen, es ist alles in Butter, es ist alles im grünen Bereich.
Wenn man allerdings versucht, auf die Herausforderungen zu schauen, und ich habe das einfach mal an meiner Klinik gemacht, wo ich jetzt 12 Jahre Chef bin, dann zeigt sich ganz klar, dass die Patienten immer älter und kränker werden und dadurch wird es natürlich immer schwieriger, den Sicherheitsstandard zu halten. Das Lebensalter ist in den 12 Jahren um durchschnittlich 2 Jahre gestiegen, das durchschnittliche Lebensalter. Patienten mit einer schlechten Ejektionsfraktion, 130, haben relativ um 30% zugenommen und eben auch der Euroscore, der ein Maß oder ein Spiegel ist, der Schwere der Begleiterkrankung des Patienten. Und die Leistungen nehmen zu, durchschnittlich insgesamt 5-8% bundesweit, bei uns in der Kardiochirurgie etwa so 2%, in anderen Fächern durchaus auch bis zu 10%. Und die Patienten haben klare Erwartungen an die Anästhesie. Das habe ich mal in meiner Sturm- und Drangzeit in der Anästhesie noch in meiner Patientenbefragung herauskristallisiert. Und auf einer Skala von 1, ganz wichtig, bis 6 völlig unwichtig fragt, dann sieht man, dass das Wiederaufwachen wichtiger ist als die perfekte Operation. Marke, der Anästhesist ist wichtiger als Operateur, auch in der Sicht des Patienten eigentlich. Und Schmerzfreiheit ist wichtig, was ihm unwichtig ist, ist das schnelle Erwachen, dass er schnell hellwach ist oder dass er ihm nur kurze Nüchternheit hat, so sagt er das. Aber wenn ein Patient dann allerdings auch gleichzeitig fragt, was wir da auch gemacht haben, wo er glaubt, dass der Anästhesist auch zuständig ist, dann erkennt er selbst für die Kernleistung, für das Wiederaufwachen nicht, dass der Anästhesist dafür zuständig ist. Er meint auch, das sind Pflegekräfte oder irgendjemand, auch der Operateur wird da angekreuzt. Aber dass der Anästhesist dafür verantwortlich ist, erkennen nur 50%, die Hälfte der Patienten. Das ist schon traurig. Das heißt, die Patienten sind wirklich schlecht informiert. Sie kennen unsere Leistung nicht, weil sie einfach schlafen während der Zeit. Sie werden fehlinformiert durch das Stressfernsehen am Nachmittag, was sie hören. Und sie sind uns ausgeliefert und das Ganze erzeugt Angst. Angst vor der Narkose. Auch Sie haben das auf der Homepage Ihrer Fachgesellschaft, dass 40% der Schweizer Bevölkerung Angst vor der Narkose hat. Und das ist sicher in Deutschland ganz genauso. Und die Ursachen sind einfach das Informationsdefizit. Und hier besteht Handlungsbedarf. Und was die Mitarbeiter betrifft, auch da haben wir Herausforderungen, vor allem wenn man auf die Generation Y schaut. Die hat natürlich ganz klare Vorstellungen von ihrer Life-Work-Balance, hat hohe Anforderungen, ist schwierig zu akquirieren und noch schwieriger zu binden. Und sie ist auf der anderen Seite aber immer weniger bereit, Pflichten zu übernehmen und auch Führungsaufgaben zu übernehmen, sehr ich-zentriert. Und was alle Mitarbeiter, auch die Erfahrenen, betrifft, ist, dass die Leistungsgrenzen zunehmend häufiger erreicht werden, weil wir einfach mehr Risikopatienten haben, weil sich die Arbeit enorm verdichtet hat. Die Tretmühle geht einfach zu schnell. Ein Grund ist sicherlich auch die Fragmentierung der Anästhesieleistung, dass Patienten eben nicht mehr sehen vor der Operation, auch nach der Operation, was aus ihnen geworden ist, was für das Selbstwertgefühl und für das Feedback nicht optimal ist. Wir sind zunehmend fremdbestimmt durch die Kaufleute im Krankenhaus, aber auch durch die Chirurgen und erfahren nicht den notwendigen Respekt. Und die Folgen sind Teilzeitarbeit, Kündigungen, Fluktuation oder noch schlimmer Krankheit und Burnout. Und das ist wirklich so, auch im Gesundheitsbereich zeigen Analysen der Betriebskrankenkassen, dass das Burnout immer zunimmt. Das heißt, das, was für unsere Patienten ein Segen ist, dass wir alles möglich machen, wird sie für die Mitarbeiter zunehmend zum Fluch, weil wir einfach an unsere Grenzen stoßen, auch schwere Komplikationen ertragen müssen, die dann oft keine persönliche Schuld sind, aber doch auch ein schweres Schicksal bei den Mitarbeitern hervorrufen. Und was die Herausforderungen in der Ökonomie und in den politischen Rahmenbedingungen betrifft, dann kann man nur sagen, sie sind irrational, unberechenbar und eigentlich schizophren. Zumindest in Deutschland ist es so. Auf der einen Seite bundespolitisch spricht man von Überkapazitäten, man muss die Kapazitäten reduzieren. Vor Ort die einzelnen Träger, Landräte versprechen aber ihren Bürgern, dass sie wohnortnahe Versorgung kriegen, dass die Arbeitsplätze gesichert werden müssen. Auf der einen Seite wird den Patienten eine Vollversorgungsmentalität suggeriert und auf der anderen Seite fragt man sich, wie das Ganze finanziert werden soll. Und durch das DRG-System haben wir sicherlich Fehlanreize. Das heißt, die notfallmedizinische Grundversorgung oder auch komplizierte, schwere Patienten werden nicht entsprechend abgebildet. Und diese Bedingungen stehen oft im Widerspruch zum Anspruch des Patienten. Wenn der Patient schwer krank ist, ist er kein Kunde. Wenn Sie das mal selber erlebt haben, ich habe das leider auch schon selber erlebt, dann wissen Sie, wie wichtig es ist,
wenn man Pflegekraft Zeit hat für ein Gespräch. Und das wird eben nicht abgebildet. Aber das ist das Besondere in der Medizin. Und ich glaube, das bleibt eben auch eine ganz wesentliche Herausforderung. Und öffentlichkeitswirksam als Marketing in den Krankenhäusern, aber auch von den politisch Verantwortlichen wird immer eine exzellente Medizin präsentiert, auch bei uns. Wir sind auch exzellent, wie Sie oben im Logo sehen können. Patient habe aber nur Anspruch auf eine medizinisch notwendige und zweckmäßige Versorgung. Warum sagt man Ihnen das nicht? Warum ist man hier nicht ehrlich? Und man sagt auch nicht dem Patienten, dass er keine Garantie für eine erfolgreiche Behandlung hat. Das ist nämlich das Besondere an der medizinischen Dienstleistung. Da kannst du nicht vorher testen, sondern muss schon ehrlich sein, dass damit auch Risiken verbunden sein können. Und was eben auch zunehmend zum Problem wird, dass die Ökonomie die Medizin dominiert. Das vor allem in den Häusern, wenn sie schlecht finanziert sind, kurzfristige ökonomische Ziele vor langfristigen Qualitätszielen dominieren. Und das kann nie gut gehen. Die Monedik vor der Ethik dominiert. Ganz schlimm, wenn es tatsächlich auch in die Indikationen geht oder wenn es ökonomisch bedingte Zielvereinbarungen und Chefärzte gibt, die eigentlich verboten sind, trotzdem gang und gäbe sind. Und was die Anästhesie im Besonderen betrifft, wird sie zunehmend, vor allem in Häusern, mit innerbetrieblicher Leistungsverrechnung als Kostenfaktor gesehen oder jetzt übergeordnet auch als Regulator, wo man diese zunehmenden interventionellen Eingriffe möglichst durch die Anästhesie wieder zurückfahren möchte, dass die Anästhesie möglichst oft Kontraindikationen dagegen aufführt. Also die Anästhesie besteht nicht nur im Spannungsfeld zwischen Patient, Mitarbeiter und Ökonomie, sondern sie muss auch mit den Grenzen der evidenzbasierten Medizin leben. Es gibt keine vernünftige Evidenz, die uns sagt, wie die ökonomischen Rahmenbedingungen am besten zu gestalten sind, wie die Mitarbeiter am besten zu motivieren sind und wie die Patienten zu versorgen sind. Selbst für die ureigensten medizinischen Aufgaben, welche Anästhesieverfahren, welche Überwachungsverfahren am besten sind, welche nur Luxus sind und Spielerei, Wichtigtuerei für die Anästhesie oder wirklich notwendig, um eine sichere Patientenversorgung zu garantieren, das können wir vor dem Hintergrund der evidenzbasierten Medizin immer weniger genau beantworten. Und das liegt eben an den Besonderheiten der evidenzbasierten Medizin. Das heißt, man braucht sehr große, umfangreiche, prospektiv kontrollierte, randomisierte Studien. Ein Beispiel der Karotidchirurgie, wo ich mich auch sehr gut auskenne. Ein Beispiel ist, um die Apoplexrate um 1% reduzieren. Bei einer durchschnittlichen Apoplexrate von 4% bräuchte man über 7000 Eingriffe. Wir machen im Jahr gut 350. In einer monozentrischen Studie, die saubersten Ergebnisse liefern würde, bräuchte man 21 Jahre. Und beim Patienten, der Chemieindikator hat, zum Beispiel das Neuromonitoring, dem Anstand vorzuenthalten, ist nicht ethisch vertretbar. Das heißt, hier wird es keine Lösung geben. Und deswegen hat auch die Gala-Studie, die untersuchen sollte, ob die Lokalanästhesie besser ist als die Vollnarkose, keinen Unterschied herausgefunden und sie überlässt die Entscheidung dem Team vor Ort und vor allem auch dem Patienten. Und das trifft nicht nur für die Anästhesie und die Karotidchirurgie zu, sondern Herr Höft hat in einer sehr lesenswerten Übersichtsarbeit in Current Opinions herausgestellt, dass für alle Risikopatienten, Kardiale, Hypertoniker, COPDler, adipöse Patienten, Patienten mit Diabetes, anämische Patienten, Patienten, die ein Delir entwickeln, Infektionen, eigentlich keine vernünftige Evidenz vorliegt, sondern das Ganze mehr auf Eminenz basiert. Trotzdem warnt er auch vor einem Nihilismus. Und das ist durchaus berechtigt, wenn man sich zum Beispiel die Einladung jetzt zu den Stuttgarter Kinderanästhesietagen anschaut. Dort warnt Herr Kretz, den ich ja wirklich sehr schätze, vor einem zunehmenden Leitlinitis und Meta-Analysitis. Und dieses EBM-Bashing greift zurzeit zumindest in Deutschland ein bisschen um sich, ist sehr in Mode geraten, auch unter vielen Ordinarien, die eigentlich sehr hoch in der Verantwortung stehen. Und das Ganze führt ja in der letzten Konsequenz, dass wieder jeder macht, was er will. Das heißt, dass wir heterogene, eminenzbasierte Medizin haben, Medizin aus dem Bauch rausmachen, uns nicht mehr bemühen, irgendwie die Leitlinien aufzulesen. Und die Gefahr besteht, dass die Anästhesie ihre wissenschaftliche Basis verliert. Deswegen möchte ich vor diesem Bashing da wirklich ganz ausdrücklich warnen. Nun, wie kann man auf diese Herausforderungen, die zweifelsohne bestehen, reagieren und bestehen? Sie in der Schweiz realisieren auch die geänderten Rahmenbedingungen und den schnellen Generationswechsel,
aber sie begreifen es als Chance und befragen ihre Mitarbeiter. Finde ich sehr interessant. Sie wollen die SWOT-Analyse abgeliefert. Ich bin mal gespannt, was da als Ergebnis herauskommt. Wir in Deutschland sind noch nicht so weit. Ich schlage vor, einen Blick zurückzuwagen. Blick zurück, wo es keine Evidenz gegeben hat. Da hat man Medizin aufgrund von pathophysiologischen Grundlagen gemacht. Und mein klinischer Lehrer, der Herr Rückheimer, hat schon 1974 propagiert, der Anästhesist ist der perioperative Homöostatiker. Das heißt, alles ist im Normbereich zu heilen. Klingt ganz einfach, ist in der Realität schwierig. Aber je besser Sie das machen, desto besser sind Sie auch als Anästhesist. Und es muss auch tagtäglich bei jedem Patienten das Ziel sein. Und dieser Blick zurück ist tatsächlich auch ein Blick nach vorne. Wenn Sie Leitlinien anschauen, egal ob das für Schädel-Hirntrauma ist, wo man sich dann zeigt, dass die Hirnproduktion nichts bringt, selbst die Hirndruckmessung nichts bringt, aber die Normotension aufrechterhalten, den normalen zerebralen Perfusionsdruck oder auch beim kardialen Risikopatienten einen normalen Perfusionsdruck während der Operation hypotensive Phasen zu vermeiden, dann ist es sicher, dann hat es eine hohe Evidenz. Das heißt, es gilt nach wie vor. Und deswegen brauchen wir eben die Evidenz als Basis der klinischen Versorgung. Wichtig ist, dass man sie in kondensierter Form vor Ort am Krankenbett verfügbar macht und dass man auch tatsächlich kontrolliert, dass es eingehalten wird. Wenn ich durch meine Säle gehe am Morgen, dann sieht man schon, dass mir der Blutdruck zu niedrig ist, dass die Narkosen zu tief sind und das kann man einfach nicht tolerieren. Und damit es vor Ort verfügbar ist, haben wir alle wichtigen Leitlinien und Algorithmen vor Ort verfügbar. Nun, was bedeutet es für Patienten, Mitarbeiter und für die Ökonomie? Das erste ist, glaube ich, wichtig, dass man Ziele definiert. Das Ziel für den Patienten muss Sicherheit, Wohlbefinden und Vertrauen sein. Und da hilft es nicht, wenn die Anästhesie keine wissenschaftliche Grundlage hat, wenn man selbstgefälliges QM als Marketinginstrument missbraucht, wenn man zahllose SOBs hat. Es hilft auch nicht, wenn man Patienten was vorgaukelt, was man nicht einhalten kann. Auch die Fragmentierung der Anästhesie, eben nicht nur die Subspezialisierung, ist da sehr bedenklich. Ganz gefährlich sicherlich die unpersönliche Betreuung und der Tod, nicht nur der Anästhesie, sondern der Medizin, ist der Opportunismus und die Korrumpierung. Da kann ich der Guido uneingeschränkt beipflichten. Was wichtig ist, was wir wissen müssen, ist tatsächlich, dass wir Anästhesie auf einer wissenschaftlichen Basis durchführen, vor Ort die beste Evidenz verfügbar hat, dass man die Homöostase einhält, dass man dazu die Mitarbeiter gut ausbilden und trainieren muss, dass man ein stringentes QM braucht und neue Wege des Risikomanagements. Das hat ja Sven Stender hier aus Männedorf aus der Schweiz sehr gut auch zusammengefasst. Er zeigt dem in den komplexen Situationen, vor der wir stehen, mit den Patienten mit vielen Begleiterkrankungen und in riskanten Operationen, helfen einfache SEBs nichts. Es reicht nicht aus, auch das CIRS wird uns hier nicht weiterbringen. Was wir brauchen, sind gut ausgebildete Teams, die auch geschult sind, die auch im Simulator trainiert sind und die dann situationsgerecht auf die Herausforderungen flexibel reagieren. Er nennt es Resilienz. Und was er vorschlägt und was auch sicher richtig ist, dass wir uns nicht mehr nur auf die Fehler fokussieren, die passieren, sondern dass wir überlegen, warum geht es in 99% der Fälle gut? Was sind die Stärken? Und dass wir das weiter eben auch auf andere Situationen übertragen. Wichtig ist auch, dass man in der Öffentlichkeit die Aufgabe des Anästhesisten besser herausstellt, dass man klar den Versorgungsauftrag und die Spielregeln benennt. Das Sozialgesetzbuch ist hier die Grundlage, man braucht öffentlichkeitswirksame Aktionen und es muss eben klar sein, dass der Anästhesist eben nicht nur der ist, der betäubt, das Bewusstsein ausschaltet, sondern dass der wirklich für die gesamte perioperative Sicherheit verantwortlich ist. Und die Grundlage in Deutschland zumindest ist das Sozialgesetzbuch und da steht klar drin, was die Patienten zu erwarten haben und was wir zu liefern haben, nämlich eine ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche Versorgung. Nicht mehr und nicht weniger. Und ich glaube, darauf sollte man sich ein bisschen wieder rückbesinnen. Was die öffentlichkeitswirksamen Aktionen betrifft, muss ich den Berufsverband und auch die DKI durchaus loben. Was wir mit den Aktionen Sichere Hände, Mein Pulsschlag oder Weltanästhesietag machen, ist sehr gut. Und vor allem auch die Aktion Ein Leben retten, wir haben ja wieder die Woche der Wiederbelebung, hat schon in der Öffentlichkeit ins Bewusstsein gebracht, dass die Anästhesisten eben auch für die Notfallversorgung zuständig sind und, glaube ich, führen auch letztendlich und langfristig zu einem besseren Image der Anästhesie in der Öffentlichkeit.
Was wir auch noch brauchen, ist sicherlich eine personalisierte Medizin. Der Patient ist eben ein Hilfesuchender. Er ist eben kein Kunde. Und gerade der Anästhesist muss, glaube ich, zunehmend häufiger auch die Rolle des Patientenanwaltes übernehmen, muss sich überlegen, ob wirklich das, was operativ machbar ist, auch tatsächlich gemacht werden soll und auch wirklich den Vorstellungen des Patienten entspricht und ob auch der Patient wirklich wirklich ehrlich informiert ist. Er muss ihn perioperativ betreuen, nicht nur über die Schmerztherapie, sondern auch intensivmedizinisch. Und das Mindeste dazu ist eigentlich auch die postoperative Visite. Was den Mitarbeiter betrifft, brauchen wir kein neues Arztbild. Das hat Herr von Salis Soglio, ein Orthopäde, in einem sehr lesenswerten Aufsatz im Deutschen Ärzteblatt zusammengefasst. Was wir brauchen, ist eine Rückbesinnung auf das Einfache und Ehrliche. Auf unser Handwerk, auf unsere Fachkompetenz, auf die Ehrfurcht vor dem Menschen, vor der Anatomie. Wir brauchen auch eine ökonomische Verantwortung und wir brauchen menschliche Zubindung. Das kann man eingeschränkt unterstreichen. Was wir nicht brauchen, es ist die fehlende Anerkennung, Wertschätzung der Anästhesie in der Klinik als sekundäre Dienstleister, aber auch in der Öffentlichkeit. Die Schwächung durch Subspezialisierung, die Überlastung, weil einfach zu wenig Personal, zu wenig qualifiziertes Personal für zu große und zu herausfordernde Aufgaben zur Verfügung steht. Ich warne auch vor unkritischen Übernahmen weiterer Aufgaben dieser medizinischen Einsatzteams, bloß weil keine Chirurgen auf Station sind, sollen jetzt die Anästhesisten hier wieder Nothelfer spielen. Das macht in meinen Augen keinen Sinn. Und wir dürfen uns auch nicht von der Generation Y oder nicht besonders leistungswilligen dominieren lassen, sondern es muss einen Interessensausgleich geben. Und fatal ist sicherlich auch eine unprofessionelle Ausbildung und Personalentwicklung. Was schlecht war, was ein Eigentor war, ist eben die Subspezialisierung, Fragmentierung der Anästhesie. Unser eigener Berufsverband bzw. die DKI hat ja ein Konzept herausgestellt zur räumlichen personellen Ausstattung in der Kardioanästhesie. Und eigentlich wollte sie, das war klar der Wille, die Einführung des Facharztes für Kardioanästhesie. Das haben Gott sei Dank ein paar Vernünftige aus dem Berufsverband stoppen können. Ich habe mich da auch gern als bayerischer Lobbyist beschimpfen lassen, aber wir haben das zurückdrehen können, Gott sei Dank. Und Ihre Erfahrungen aus der Schweiz mit dem Facharzt für Intensivmedizin geben uns das sicher recht. Also was wir brauchen, sind Wertschätzung, öffentliche Anerkennung. Wir müssen aber auch große Räder drehen, finde ich. Das heißt, es kann jetzt sein, dass im ambulanten Bereich Geld verdient wird, einfache Narkosen gemacht, ein völlig entspanntes Leben ist. Und im stationären Bereich die Kolleginnen und Kollegen nichts verdienen, aber die riskanten Patienten betreuen müssen. Die, die die Medizin am Laufen halten, die die Ruf- und Bereitschaftsdienste machen, müssen besser gestellt werden. Und je früher, desto besser. Und die Weiterbildung muss finanziert werden, aber leistungsgerecht. Nicht überall, wo Weiterbildung draufsteht, ist Weiterbildung drin. Und was wir in den Kliniken brauchen, ist sicherlich eine transparente Unternehmens- und Abteilungskultur und Führung. Und das Ergebnis und der Anteil der Anästhesie am Erfolg der Klinik muss transparent werden. Wir brauchen professionelle Mitarbeiterakquise. Dazu gehört eine strukturierte aktive Weiterbildung, familienfreundliche Arbeitszeitmodelle, die Unterstützung, Bindung bewährter Mitarbeiter, auch über die Altersgrenze hinaus. Und wir brauchen sicherlich auch neue innovative Strukturen und Hilfsangebote. Und dazu muss auch die Grenzen der Delegation ausgelotet werden. Wir brauchen neue Berufsgruppen, bedarfsgerechte Teams, sicherlich auch Vorbilder, die das vorleben. Und wir müssen aber auch zunehmend Mitarbeiter vor ungerechtfertigten Beschwerden schützen und bei Komplikationen entsprechende Hilfe bieten. Auch da, Guido, muss ich dir recht geben, dass auch das hast du als Postulat aufgeführt. Wir brauchen den Mut zur Delegation. In der Schweiz seid ihr da wieder mal viel weiter als wir in Deutschland. Der Facharztstandard und die Substitution sind in vielen Kliniken eigentlich nur Schutzbehauptungen. Keine einzige deutsche Universitätsklinik würde funktionieren, wenn nicht phasenweise Pflegekräfte Narkose machen würden. Das war früher so und ist heute immer noch so. Was wir brauchen, sind erhöhte Sicherheit durch qualifizierte interprofessionelle Teams. Und die müssen geschult werden. Das ist mein Postulat an der Stelle. Wir machen das auch. Wir bieten einen Zertifikatslehrgang für qualifizierte Medizinpraktiker, ausgewählte Pflegekräfte aus dem Akutbereich, die dann auch auf den Intensivmedizin Aufgaben übernehmen. Wir haben das vor 10 Jahren schon mit der Duke University gemacht. Und diese Mitarbeiter, Pflegekräfte,
mit Anästhesiefachweiterbildung, die nochmal hervorragende Ausbildung kriegen, sind das Rückgrat unserer Intensivmedizin. Wir brauchen auch ein Bewusstsein für das Burnout, für die Therapie oder noch besser für die Prophylaxe. Deswegen müssen wir uns diesem Thema stellen. Und wir brauchen Hilfestellung, wenn es zu Komplikationen gekommen ist. Weil da gibt es eben nicht nur einen Verlierer, den Patienten und die Angehörigen, sondern eben auch einen zweiten, den betroffenen Anästhesisten oder Chirurgen, wer auch immer. Und der hat es ja nicht aus Vorsatz gemacht, sondern der hat einfach nur Pech gehabt in vielen Fällen, muss aber trotzdem mit schwerwiegenden Komplikationen leben. Und deswegen kann ich auch jeden, der in Führungsverantwortung ist, nur raten, diese Arbeit von Herrn Bock, Herrn Biermann und Herrn Wulff auch mal zu lesen und in der Praxis umzusetzen. Was die Ökonomie betrifft, muss das Ziel eine effiziente Leistungserbringung sein. Und da helfen uns widersprüchliche, irrationale politische Vorgaben nichts. Auch schlechte Führung in den Kliniken und die Entpersonalisierung der Medizin ist hier sicher nicht zielführend. Was wir brauchen, sind berechenbare, konsequente politische Vorgaben. Wir müssen die Sektorengrenzen überwinden. Wir brauchen einen klaren Versorgungsauftrag und langfristige, nachhaltige, qualitätsorientierte Strategien. Das Ziel in der Klinik muss ein Interessensausgleich sein über die Fach- und Berufsgrenzen hinweg, gegenseitiger Respekt und Wertschätzung. Wir brauchen ein stringentes QM mit wenigen Indikatoren, die aber auch kontrolliert und konsequent eingehalten werden, auch Best Practice, einfacher Vergleich. Und wir brauchen eine Balance zwischen den medizinisch sinnvollen und den ökonomisch leistbaren. Und deswegen muss das Credo sein, immer auch Ethik vor Monetik. Wir brauchen die medizinische Entscheidungsfreiheit und die perioperative Prozessoptimierung. Hier sehe ich die Anästhesie in der Pflicht, weil sie hier schon viel optimieren kann. Und zweifelsohne muss immer der Mensch im Mittelpunkt stehen. Also die Ziele sind klar für meine Mitarbeiter. Ich kriege das alle mitgeteilt. Ich sage denen immer, wenn sie das in der Reihenfolge umsetzen, dann brauchen sie bei mir keine SOPs lesen. Und sie müssen vor allem auch behandeln, und das versuche ich auch vorzuleben, dass der Mensch das menschenbeste Medizin ist. Sie müssen sich dem Patienten empathisch gegenüberstellen. Und dazu braucht man Vorbilder. Das hat schon Goethe erkannt, dass es nicht reicht, was zu wissen. Man muss es anwenden. Es reicht auch nicht, Absichtserklärung abzuliefern, was zu wollen, sondern man muss es auf die Straße bringen, man muss es umsetzen. Oder anders formuliert, wir brauchen Querdenker, visionäre Führungspersönlichkeiten. Wir brauchen Menschen, die Arzt und Manager sind, die medizinischen und ökonomischen Sachverstand gleichermaßen haben, die empathisch sind, die authentisch sind, die eine hohe soziale Verantwortung haben, die mutig sind, sich durchsetzen können, aber auch, wenn es notwendig ist, kompromissbereit und die eine hohe ethisch-moralische Verantwortung haben und unabhängig in ihrer Entscheidung sind. Die menschlich sind, die Bodenhaftung nicht verlieren, bescheiden bleiben. Das heißt, unterm Strich brauchen wir mehr Guidos. Deswegen, lieber Guido, danke ich dir ganz persönlich für alles, was du für uns geleistet hast. Für mich persönlich, ich habe sehr viel von dir gelernt. Du hast uns auch in der Klinik sehr gut beraten. Ich danke dir auch im Namen der bayerischen Anästhesisten. Wir freuen uns alle auf die weitere Zusammenarbeit und wünschen dir deswegen alles erdenklich Gute. Applaus